Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde und Mitstreiter und Mitglieder der Atlas-Initiative. Wir zeigen Ihnen heute ein Video von Dr. Markus Krall, das er den Herrschaften von Invest in Best gegeben hat. Herzlichen Dank an Christian Jordan für die Überlassung des Videomaterials. Nun viel Freude mit dem ersten Teil. Herzlich willkommen bei Invest in Best. Mein Name ist Hannes Hörtnagel und heute haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns zu begrüßen. Herr Dr. Markus Krall, ich glaube, ich brauche Sie wenig vorstellen. Alle unsere Abonnenten kennen Sie bereits und viele unserer Zuseher, auch unserer Mitglieder bei Invest in Best, warten schon sehnsüchtig auf das Interview mit Ihnen. Denn natürlich haben Sie gerade in den letzten Wochen natürlich ganz, ganz viel auch auf den Medien, auf den sozialen Medien berichtet, wohin das unser Europa irgendwo steuern wird, wohin unser Euro irgendwo steuern wird. Und da sind natürlich bei vielen Menschen Fragen aufgetaucht. Doch bevor wir jetzt vielleicht noch auf Europa eingehen, würde ich ganz gern mit der ersten Frage starten und über den großen See in die USA blicken. Momentan geht es da richtig heftig zur Sache, auch abseits der Pandemie, sondern im Wahlkampf. Wie sind da Ihre Einschätzungen, wie ist die Entwicklung in den USA? Hat Donald Trump eine Chance auf eine Wiederwahl und wohin geht dieses USA mit dem einzigen American Dream of Life, wohin steuert diese USA? Ja, die Frage ist eigentlich falsch gestellt. Die Frage ist doch, hat Biden überhaupt eine Chance gegen Trump? Ja, ich gehöre ja zu den wenigen oder jedenfalls zu der kleinen Minderheit, die 2016 schon gesagt hat, Trump wird Präsident, und zwar schon im April 2016. Ich erinnere mich, dass damals ich im Silicon Valley war und ein Taxifahrer, so ein gestandener, typischer Amerikaner, ja, also halb Latino, halb weiß, und der Taxifahrer sagte damals zu mir, oh, Trump is a great guy, I will vote for him und so weiter. Und dann dachte ich bei mir, Mensch, hör auf die Taxifahrer, die sind doch die besten Demoskopen weltweit eigentlich. Ja? Richtig. Und ab dem Moment war ich überzeugt, dass Trump Präsident wird, und habe damals eine Wette mit meiner Tochter gewonnen, die damals in Stanford studierte und die schon seit 8,5 Jahren damals in den USA lebte. Also ich glaube, dass Trumps Chancen auf die Wiederwahl hoch sind. Ich glaube auch, dass die Demokraten ein Problem haben damit, dass sie eigentlich Biden nur als Platzhalter dahingestellt haben. Sie haben wohl nicht angenommen, dass sein körperlicher Verfall so schnell geht. Was ja, das ist jetzt nicht respektierlich gemeint. Das ist eigentlich eine höchst schlimme Sache. Und an und für sich muss man jedem Gesundheit wünschen und natürlich auch Herrn Biden. Aber ich glaube, wenn man sich viele Videos anschaut, dann fragt man sich, wie will der das körperlich durchhalten? Und meine Befürchtung ist, dass er da nur als Platzhalter dient und im Prinzip eigentlich Kamala Harris zur Wahl steht. Und viele Amerikaner sehen das wohl auch so. Es gibt ja viele Kommentatoren, die diese Fragen ganz offen in den USA stellen. Und insofern glaube ich, dass die Chancen von Biden sehr schlecht sind, weil ihn würden sie vielleicht noch wählen, aber Kamala Harris wohl kaum. Ist vielleicht von den Demokraten gewünscht, mehr oder weniger, dass sie wirklich so schwache Kandidaten aufstellen, weil sie diese Arbeit, diese Drecksarbeit, was mehr oder weniger in den nächsten Jahren anstehen wird, gar nicht machen wollen, dass sie diese ihren Stammklientel gar nicht glaubhaft verkaufen würden können? Nein, das glaube ich nicht. Also dafür ist die politische Agenda der Demokraten zu direkt, zu stark, zu entschlossen, geradezu fanatisch in einigen Bereichen. Das gilt für beide Parteien in den USA, dass sie einige Ziele mit höchstem politischem Nachdruck verfolgen und auf keinen Fall dem Gegner das Feld freiwillig überlassen würden. Also das halte ich für eine Theorie, die der empirischen Betrachtung nicht standhält. Viele sagen, Donald Trump ist so der Last Man Standing, der Hüter der Freiheit, der Letzte, was mehr oder weniger für eine halbwegs freie Marktwirtschaft steht, das noch in der Welt irgendwo, wenn man nach Europa schaut, ist das Ganze ja dem Untergang komplett geweiht. Und dass Donald Trump das irgendwie noch verkörpert, sehen Sie das ähnlich oder finden Sie noch andere? Also ich sehe jedenfalls in Trump sehr viel mehr positive Eigenschaften, als die Medien in Europa ihm zutrauen. Ja. Mhm. Wenn er Obama hieße, hätte er schon längst den Friedensnobelpreis. Wenn man also anschaut, Obama hat den Friedensnobelpreis gekriegt mit Vorschusslorbeeren und anschließend hat er eine Kriege geführt. Trump hat mehr Kriege beendet als jeder US-Präsident vor ihm. Er hat Friedensverträge Israels mit 2 arabischen Ländern innerhalb von 4 Wochen zustande gebracht. Er hat den Nordkorea-Konflikt zwar nicht ganz entschärft, aber hat ihn wenigstens mal von dieser Zwangsläufigkeit in Richtung Krieg heruntergeschoben, indem er die Kommunikation wieder ermöglicht hat, die vorher überhaupt nicht mehr bestand. Er hat sehr abgewogen in Syrien gehandelt, er hat sehr abgewogen gegenüber dem Iran gehandelt.
Er hat eigentlich und er hat eine sehr starke Rückendeckung für Israel gegeben, die Voraussetzung dafür ist, dass auch im Mittleren Osten eben durch die Rückendeckung für Israel überhaupt die Chance für Frieden wieder eröffnet worden ist. Und all diese ganze Politik, Außenpolitik, die er da macht, ist von ausgesprochen großem Erfolg gekrönt. Also ich kann nur sagen, die Hasskappe, die unsere Mainstream-Medien ihm gegenüber da aufsetzen, die ist eigentlich, wenn man mal die Fakten anschaut und wenn man die Erfolge anschaut, in keinster Weise gerechtfertigt. Ja? Natürlich hat er eine, wie man in der Kommunikationswissenschaft vielleicht sagen würde, sehr schwierige Benutzerschnittstelle. Ja? Also eine Kommunikationsschnittstelle, die nicht ganz einfach für jeden ist. Aber jetzt mal Hand aufs Herz, wer von uns ist denn da wirklich leicht? Richtig, richtig. Also im Grunde, da machen sich die Medien in Europa, glaube ich, immer ganz, ganz einfach. Da finden sie gleich viele Punkte, wo man einhaken kann. Aber im Grunde messen wir an den Taten und da, glaube ich, ist ja die Rezession doch nicht so schlecht. Das sehen wir ähnlich. Wir sind ja auch der Meinung absolut, dass Donald Trump die Wahl nicht nur knapp, sondern eindeutig gewinnen wird. Wir haben recht viele Unternehmerfreunde, angestellte Freunde in den USA und die alle geben ein ganz einheitliches Bild. Ein ganz anderes Thema allerdings mit Donald Trump irgendwo verbunden ist Judy Shelton. Judy Shelton ist in den letzten Wochen, hat sie ja den Platz mehr oder weniger im Konsortium der Federal Reserve bekommen und wurde vorgeschlagen. Und sie wird ja auch irgendwas gehandelt, wenn Donald Trump wiedergewählt wird. 2022 wird der Fed-Posten frei oder steht zur Wiederwahl. Und sie wird ja da gehandelt als neue, als seine Geheimwaffe mehr oder weniger für die Einführung des Goldstandards. So, ganz viel Spekulation drinnen, aber an und für sich macht es Sinn, viele können es sich ja nicht vorstellen, aber macht es Sinn, in Zeiten wie diesen, in einer Welt, in der wir heute leben, wieder an einen Goldstandard zu denken? Nicht nur jetzt und trotz der Zeiten, in denen wir leben, sondern wegen der Zeiten, in denen wir leben, ist eigentlich der Goldstandard die einzige Lösung. Ich muss meine Fragen irgendwie ein bisschen besser formulieren, glaube ich. Es ist natürlich so, Ihre Fragen sind schon die richtigen. Ja? Es geht ja nicht um die Frage, wie Sie sie stellen, sondern dass Sie die Thematik ansprechen. Und aus meiner Sicht ist der Goldstandard, und das ist ja auch sattsam bekannt, das einfach bessere Geld. Donald Trump hat schon vor 2 Jahren oder ich glaube 2,5 Jahren gesagt, der Goldstandard ist sehr erstrebenswert, aber ist sehr schwer zu erreichen. Die Wahrheit, und zwar die ganz bittere, bittere Wahrheit, ist, dass der Goldstandard überhaupt nur durch eine schwere Krise erreicht werden kann, nämlich durch das Scheitern des Papiergeldsystems. Das hören natürlich die Zentralbanker, die quasi zu einer Art Schattenregierung und zu den Herren der Welt sich aufgesprungen haben, überhaupt nicht gerne, weil natürlich das Papiergeld ihnen eine Macht in die Hand gibt, wo sie plötzlich sich allzuständig erklären. Die EZB ist jetzt nicht zuständig für unser Geld. Das scheint sie überhaupt irgendwie aus dem Auge verloren zu haben. Sie ist jetzt zuständig für die Corona-Politik, für die Klimarettung, für die Europapolitik, für die Konjunkturpolitik, für die Arbeitslosigkeit, für die Elektromobilität, für die Genderpolitik, für die Frauenquote, für whatever. Ja, also plötzlich haben wir eine Art Superregierung in der EZB, die sich allzuständig erklärt und die durch die Macht der Druckerpresse glaubt, auch überall sich einmischen und politisch gestaltend, ohne jedes demokratische Mandat politisch gestaltend tätig werden zu dürfen. In einem Goldstandard ist das natürlich vorbei. Da gibt es keine Zentralbank mit Macht mehr, sondern da gibt es die Macht der Fakten, der Realität, und das Gold, das lässt sich nicht beliebig vermehren. Und wer dann damit Schindluder treibt, der ist ganz schnell, ist der da am Rand und guckt nur noch zu. Die Karawane zieht nämlich dann weiter. Davor haben also die Zentralbanker, die sich zur heimlichen Schattenregierung aufgeschwungen haben, am allermeisten Angst. Und ich glaube, das ist auch ein Element, das Trump sehr wohl verstanden hat. Deswegen hat er ja die gute Frau in den Zentralbankrat der FED berufen, die ja schon vor ihrer Berufung als bekennende Anhängerin des Goldstandards bekannt war. Und ich glaube, dass unabhängig davon, wer im Zentralbankrat der FED oder der EZB im EZB-Direktorium sitzt, der Goldstandard sowieso kommt, und zwar einfach, weil dieses Papiergeldsystem in Kürze krachend scheitern wird. Sie haben ja mal gesagt, mehr oder weniger das Fiat-System steht für faschistisch irgendwo auch. Gell? Und das zeigt sich ja auch jetzt mehr denn je. In Zeiten wie diesen, wie gesagt, wo jetzt wirklich da ein großer Umbruch einfach passiert. Wie gesagt, wir beschäftigen uns viel mit Zyklen, mit großen Zyklen, die einfach wirtschaftlich immer wieder kommen. Und in so einem großen Umbruch sind wir jetzt einfach. Und der wird die nächsten Jahre von sich gehen, ob uns das gefällt oder nicht. Und da bin ich einfach der Meinung, gibt es natürlich auch Chancen, die man nutzen kann. Wo sehen Sie große Chancen in den Edelmetallen,
in Zeiten wie diesen? Oder sagen Sie, ja, ist gut, dass man es hat zur Absicherung, aber nicht darauf verlassen, dass das gut geht? Also es ist ja nicht meine Empfehlung, dass jemand alles in Edelmetalle investiert, aber es ist immer schon meine Empfehlung gewesen, dass jemand einen gewissen Teil seines liquiden Vermögens in Edelmetalle investiert. Da halte ich 20% für eine angemessene Zahl. Und zwar deswegen, weil Edelmetalle eine Rückversicherung gegen das Unbekannte sind. Ja, Edelmetalle erzeugen keine Zinsen. Sie können im Wert steigen und dadurch quasi indirekt Zinsen erwirtschaften, aber sie vermehren sich nicht. Also große Münzen und große Barren scheiden keine kleinen Münzen und kleine Barren aus. So bedauerlich das vielleicht für den einen oder anderen Investor wohl auch sein mag. Ja? Aber es ist natürlich so, dass das Gold eben durch seine Jahrtausende anhaltende Wertstabilität immer die ultimative Rückversicherung war. Und das ist auch unabhängig von unserer Lage. Unsere Lage ist verzweifelt und dann hat man vielleicht einen Ticken mehr Gold. Aber wenn sie gut wäre, dann hätte ich auch Gold. Und zwar deswegen, weil ich nicht weiß, was morgen ist. Das Unbekannte, wie Donald Rumsfeld es mal so wunderbar formuliert hat, dass wir nicht sehen können, dass wir noch nicht mehr erahnen können, das ist eigentlich das, was nach der wahren Rückversicherung schreit. Und da gibt es keine bessere als Gold und Silber. Okay, ja. In Zeiten wie diesen, sage ich mal, Sie haben es vorher erwähnt, die EZB ist zuständig für die Frauenquote, sie ist zuständig für ganz, ganz viele Sachen in der an und für sich Politik. Trennung zwischen Politik und Medien ist verloren gegangen, gibt es nicht mehr. Trennung zwischen Notenbanken und Politik eigentlich auch nicht mehr. Ist für mich immer nur die Frage, wer dirigiert wen. Weiß ich nicht, habe ich keine Antwort drauf, aber im Grunde sehr verwoben das Ganze mitsammen. Und ist eigentlich, Gewaltentrennung gibt es keine mehr. Im Grunde die ist verloren. Im Grunde genommen haben wir einen Brei, wenn Sie so wollen, einer politisch-medialen Klasse, die alle Posten unter sich besetzt hat. Und zwar mit dem gleichen minderqualifizierten Personal. Egal, ob Sie die Politik nehmen, die Richter bestimmt, die höchsten Richter im Lande, werden alle von der Politik bestimmt, dementsprechend nach politischen und nicht nach fachlichen Kriterien ausgewählt. Ob Sie die Eingriffsmöglichkeit der Politik nehmen, zum Beispiel beim Thema Weisungsrecht an Staatsanwälte, ob Sie die Verquickung von Exekutive und Legislative nehmen, wo im Prinzip die Legislative sich nach der Wahl der Exekutive weitgehend selbst kastriert hat und mit einem Parlament von 700 Hinterbänklern im Prinzip gar nicht mehr handlungsfähig ist. Und umso größer das Parlament, umso mehr Hinterbänkler haben sie und umso mehr degradieren sich alle zu Hinterbänklern. Sie sehen das alle nur noch als Versorgungsinstitution. Ja? Und die Geldpolitik wird genauso von der Politik bestimmt, also genauso verquickt, weil natürlich die Positionen in der EZB nicht das Ergebnis einer qualifizierten Auswahl von Personal sind, sondern eines politischen Schachers. Und dieser politische Schacher kann nur zu dem Ergebnis führen, dass die Geldpolitik politisiert wird. Und diese Politisierung der Geldpolitik wiederum führt dazu, dass am Ende nur noch die Frage ist, werden wir von unseren Regierungen regiert oder von unseren Zentralbankräten? Oder ist es eine kollektive Geschichte, dass die beiden sich im Prinzip als ein Team verstehen und uns dann sowieso alles vorschreiben? Ja, und dann nur noch die Frage ist, wer fühlt sich als der Wichtigste und wessen Ego wird am meisten aufgeblasen? Wenn man sich die ganze Entwicklung anschaut und auch die Entwicklung, sagen wir mal als Beispiel, Förderwesen. Ich bin in der Realwirtschaft relativ gut verankert und ich kenne die ganzen Förderkriterien, Fördergesetze etc., die ganzen Fördermöglichkeiten und da sage ich einfach immer, Irrsinn, Wahnsinn. Wenn man nicht mitmacht, im Grunde hat man einen Wettbewerbsnachteil, aber es wird hier wirklich staatlich, also es ist Planwirtschaft, ist in meinen Augen wirklich nur mehr Planwirtschaft und das kann in meinen Augen ja nicht gut gehen. Jetzt steuert das ganze Europa mit Turbotempo auf ein sozialistisches, planwirtschaftliches, um nicht zu sagen kommunistisches System zu. Gibt es da irgendwie noch, Sie haben ja heuer ein Buch veröffentlicht, die bürgerliche Revolution, gibt es da noch einen geordneten Ausstieg daraus, dass man sagt, okay, entweder das Ganze kracht jetzt gegen die Wand, das passiert, was immer passiert ist, wenn sozialistische Systeme überhand nehmen, es geht unter irgendwann, es geht schief, das Projekt. Ja. Und gibt es einen geordneten, vernünftigen Ausstieg, wo man jetzt schaffen kann noch? Gibt es aus einem Gefängnis einen geordneten Ausstieg, wenn ihr Wächter meint, dass sie lebenslang haben? Die Antwort ist nein. Und das, was da gestrickt worden ist, ist ein ökonomisches Gefängnis. Das muss man sich ganz klar vor Augen halten.
Da gibt es keinen geordneten Ausstieg im Sinne, lasst uns alle mal miteinander reden und erkennen, dass das falsch war. Und zwar deswegen, weil die Fehleinschätzung der Politik mit ihren eigenen Interessen konkordiert. Ja? Also es ist nicht nur so, dass sie es falsch einschätzen, weil sie intellektuell nicht in der Lage sind, die Folgen ihrer Politik zu erkennen, sondern es ist auch so, dass es ihre Interessen bedient. Und wie wollen Sie denn die Politik dazu bringen, so, wenn es ihre Interessen bedient werden und sie gleichzeitig nicht erkennen, dass es ins Desaster führt, daraus auszusteigen? Nein, aus diesem Ding wird nicht geordnet ausgestiegen. Es wird nicht passieren. Aus diesem Ding wird im Chaos ausgestiegen, und zwar im totalen Chaos. Dieses Ding fährt mit 380 an die Wand und die Wand geht nicht weg, weil da gehupt wird. Ja, das wird nämlich gerade gemacht. Also die Zentralbank, die lässt sich immer neue Dinge einfallen. Das ist wie der Sportwagen, der dann hupt und in der Hoffnung, dass die Wand weggeht, auf die er zurast. Die wird nicht weggehen. Das ist die Wand der Realität. Dort wird er aufprallen und mit ihm die ganze Gesellschaft. Wir werden alle gemeinsam da aufprallen. Und dieser Aufprall wird verdammt hart. Und dann, erst dann, kommt der Ausstieg aus diesem System. After chaos comes order, gibt es den Ausspruch. Wie gesagt, wir beschäftigen uns mit Zyklen. Wir haben gesagt auch, ja okay, es wird 2020, haben wir letztes Jahr bei Live-Seminaren noch gesagt, es wird 2020 der große Umbruch irgendwo starten. Natürlich haben wir nicht gewusst, was der Auslöser sein wird, aber wir hätten getippt auf einen Konflikt im Iran, dass der Iran mehr oder weniger in die Luft fliegt. Wir glauben das noch immer, dass das zeitnah passieren wird. Aber wie gesagt, man erlebt jetzt den Umbruch und natürlich, wir haben auch ein Buch geschrieben, den Generationen-Crash. Und in dem Buch behandelt man das natürlich auch ganz, ganz massiv, dass immer wieder das in rhythmischen Abläufen einfach passiert. Aber es gibt immer in diesen großen Umbrüchen Chancen, große Chancen für die Leute. Die wenigsten nutzen sie, die meisten können zu den großen Verlierern, aber einzelne weniger, die bereit sind, was zu tun und sich zu arbeiten, können diese Chancen nutzen. Wo sehen Sie jetzt die größten Chancen in diesem Umbruch? Also die größte Chance ist natürlich, dass man verschiedene Dinge macht im Bereich Investment. Das heißt also, man kann so investieren, dass man die Krise erstmal übersteht. Und da viele die Krise nicht überstehen werden mit ihren Investments, bedeutet das, dass die relative Kaufkraft von Investments, die auch nur wertstabil sind, deutlich ansteigen wird. Das heißt also, wer in der Lage ist, jetzt sein Vermögen so zu disponieren, dass es hinterher auch nur da ist, es muss sich gar nicht vermehren, es muss nur noch da sein, dem ist schon so weit geholfen, dass er hinterher eine Kaufkraft hat, die seine jetzige bei weitem übersteigt. Zweitens muss man sich klar machen, dass in dieser Krise zwei Kräfte gegeneinander kämpfen, nämlich die Freiheit und der Sozialismus. Wenn der Sozialismus gewinnt, dann wird er uns alles, was wir an Materiellem haben, stehlen. Der Staat wird zum Raubstaat. Getreu dem Wort des heiligen Augustinus, nimm vom Staat das Recht weg, was bleibt dann als eine große Räuberbande? Diese Metamorphose durchläuft der Staat gerade in riesen 7-Meilen-Stiefelschritten. Und wenn es zum Sozialismus kommt, dann ist im Prinzip all unser materieller Wohlstand, der wird uns gestohlen und wird in Gemeineigentum und Staatseigentum überführt. An dem werden sich dann nur noch die Funktionäre und die Nomenklatura laben. Aber es gibt etwas, was man uns nicht wegnehmen kann, nämlich Bildung. Deswegen ist es wichtig, dass wir unseren klaren Kopf bewahren, dass wir uns informieren, dass wir wissen, wo wir Informationsquellen, zuverlässige Informationsquellen herbekommen und dass wir uns so bilden, dass wir diese Informationen, die wir Stück für Stück von da draußen aufnehmen, einsortieren, bewerten, auf ihren Wahrheitsgehalt hin bewerten und dann zu einem vernünftigen Weltbild zusammensetzen können. Und wenn wir das können, dann können wir fast in jeder Welt einigermaßen überleben. Und zwar deswegen, weil die Bildung vom Staat nicht weggenommen werden kann. Besser könnte ich es nicht sagen. Das ist ganz an alle unsere Abonnenten. Wir haben uns im Vorfeld nicht abgesprochen. Das ist nämlich genau das Gleiche, was wir immer sagen. Das Wichtigste ist einfach, dass man es bereit ist, mehr oder weniger sich weiterzubilden, ein gewisses Bild, Mindset und Skillset, eine gewisse Fähigkeiten einfach zu haben. Mhm. Dann kann man aus jeder Krise als Gewinner herausgehen. Wenn man einfach bereit ist, mehr oder weniger eben die Bequemlichkeit, die Komfortzone zu verlassen, sondern etwas zu tun, dann ist in jeder Chance, was zu finden. Und wir sagen auch immer, genau jetzt ist der Zeitpunkt mehr oder weniger, um unternehmerisch tätig zu werden. Jetzt ist natürlich schwierig. Es gibt natürlich ganz viele schwierige Rahmenbedingungen, aber genau jetzt, in genau Zeiten wie diesen, diesen Umbruchszeiten, werden die großen Unternehmer, die großen Köpfe und großen Firmen auch irgendwo immer geboren. Und von dem her kann ich das nur unterstreichen und bedanke mich für dieses erste Interview mit Ihnen, Herr Dr. Grell. Nächste Woche gibt es einen zweiten Teil. Da gehen wir noch mehr in die Tiefe, schauen wir uns auch an, was Herr Dr. Grell vielleicht zu Euro-Dollar, wer die Nase vorn haben wird, wer untergehen wird. Wird wahnsinnig spannend. Wir freuen uns auf alle Fälle über viele Kommentare drunter. Was haltet ihr vom Goldstandard? Glaubt ihr wie Dr. Grell, dass das die einzige oder eine der guten Lösungen ist für die Zukunft, um ein Stück mehr Fairheit und Gerechtigkeit in die Welt zu bringen?
Und natürlich bitte nicht vergessen, unseren Kanal zu abonnieren, Glocke anmachen und natürlich freuen wir uns auch immer über einen Daumen nach oben. Gerne besucht uns auch bitte auf investinvest.de, wo es unseren kostenlosen Welcome-Kurs gibt, wo ihr auch über Zyklen und das eine oder andere über Mindset lernen könnt. Vielen Dank, Herr Dr. Grall, war mir eine Freude. Ich freue mich. Gute Zeit. Dankeschön. Wiederschauen. So, das war der erste Teil des Interviews von Dr. Markus Krall bei Invest in Best. Liebe Zuschauer, Sie wissen, wir machen uns dafür stark, dass die Staatsquoten und der dicke Staat, dass er zurückgefahren wird, dass man damit die Abschaffung der Leistungseinkommen finanzieren kann. Deshalb ist es wichtig, dass Sie uns in unseren Bemühungen unterstützen. Werden Sie Mitglied, teilen Sie unsere Videos und geben Sie dem Video einen Daumen hoch. Abonnieren Sie den Kanal, damit Sie kein Video von uns verpassen. Wir danken Ihnen an der Stelle für Ihre Aufmerksamkeit. Nächste Woche dann geht's weiter mit Teil 2. Herzlichen Dank.